Heute dreht sich alles im wahrsten Sinne des Wortes um den Knoblauch. Ich möchte zeigen, wie man den Knoblauch zum Kochen richtig vorbereitet. Es gibt zwei Varianten, einmal den getrockneten Knoblauch und den frischen Knoblauch. Kommen wir als erstes zum getrockneten Knoblauch. So, mit einem Messer löse ich eine Knoblauchzehe und breche die anderen dann alle aus der getrockneten Knoblauchzehe heraus. Die erste Variante ist, ich lege eine getrocknete Knoblauchzehe aufs Brett, nehme dann ein großes Messer, so, und drücke fest, so dass die Knoblauchzehen an der Seite aufspringt. So kann die Knoblauchzehe schön das Aroma abgeben, einfach zum Braten dazugeben. Die zweite Variante, ich habe die Knoblauchzehe abgeschält und schneide sie nun in dünne Scheiben. Und die dünnen Scheiben nun kurz andünsten, glasig, nicht zu dunkel werden lassen, da das sonst bitter schmeckt. So schmeckt dann Knoblauch auch nicht penetrant. Nach Möglichkeit sollte man den Gebrauch der Knoblauchpresse vermeiden, da der Knoblauch dann penetrant riecht und schmeckt. Knoblauch braucht die Schärfe des Messers. Kommen wir nun zum frischen Knoblauch. Der frische Knoblauch hat den feinsten Geschmack. Es lohnt sich, ihn deshalb auch nicht abzuziehen. Einfach in große Scheiben schneiden und zum Braten dazugeben. Das Schöne am frischen Knoblauch ist, er karamellisiert und hat dadurch einen schönen, süßen Geschmack.